Aber das natürlich dann schon Premium, wenn wir wirklich zwei Haie gleich haben. Aber wir sind noch bei wenn. Ja. Also machen wir uns mal nichts vor. Es ist schon alles passiert. Ja, aber ich sag mal so, der Anfang ist halt, ne, der Anfang ist gemacht. Man geht bloß weg da. Ja, ja. Nicht in der Nähe von diesem Haikämpfen. Nee, will ich ja nicht. Du warst schon wieder in der Nähe, wenn dich einer wegsnackt, ne? Wo sind die anderen jetzt hingeschwungen? Oh mein Gott, hallo. Oh, hier ist alles voll. Lila Hai, wo bist du? Ist da schon wieder, sind da schon wieder zwei gespawnt. Was? Echt? Level 50 und Level 40. Aua. Vorsicht. Wenigstens hat das Floß zwei Seiten, von denen man ins Wasser kommt. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn wir den Hai zähmen sollten. Ja. Dann wird er nicht lange leben, wenn wir die anderen nicht wegmachen. Ach so, weil die dann angreifen, ja. Ja. Ich glaube, es fehlen immer noch 5000 Torpor. Boah. Verrückt. Ja, aber dann müssen wir die einfach ein bisschen weiter am Strand parken. Ach, der ist schon. Hä? Ist der tot? Also, ich habe keine Todesmeldung. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, ob ich ihn erschossen habe, aber es scheint so. Ich stehe hier einfach auf dem anderen Hai mehr oder weniger. Ah, jetzt doch nicht mehr. Daneben. Ich hole mal kurz irgendwie ein bisschen Fleisch oder so. Ich habe doch schon Fleisch. Prime? Ach so, nee, Prime habe ich nicht. Nee. Was ist das für ein Hai hier hinten? Oh nee, ey, ist doch wieder alles voll. Das ist wirklich. Also, ist schon krass. Meine Güte. Schon ein bisschen stressig. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, einfach den Rex ins Wasser zu scheuchen und einfach mal wegkillen zu lassen. Ja, wahrscheinlich. Das Problem ist, wir haben halt noch keinen Sattel. Ja, 74. Obwohl, warte mal, hab ich nicht eigentlich vorhin einen Sattel gefunden? Wir haben. Oh, oh Gott. Wir haben. Oh nein! Giga. Autschen. Der Megalo dann Level 40 hat mich aufgegessen. Boah, wir haben sogar einen Sattel. Echt? Okay. Ja, aber nur so ein. Also, was heißt das? Ja, also, billig ist ja egal. Hauptsache Sattel. Okay. Ja, gut. Ja, gut, aber werde ich trotzdem erstmal unten lassen. Bertha muss regeln. So. Ey, was der hier einfach die Railing annagt. Wo ist mein Zeug? Oh je. Ach, herrje. Ich habe noch 59 Pfeile. Ja, ich habe noch 28 Narkodarts. Das reicht auf jeden Fall nicht. Ich kann dir noch normale Pfeile geben. Hast du noch Narkodarts für mich? Ich bring Zeug mit. Okay. Ich kann auch versuchen, mal den anderen Hai hier umzubringen. Das ist ja ein niedrigerer. Hoffe ich. So, wer bist du hier? Komm her! Problem ist, ich weiß halt gar nicht, wie viel der noch. Wenn ich vor noch. Hier Narkotics, ich bringe die mal alle mit. Alles mitbringen. Level 40, weg damit. Ja, alles was wir haben, wir können neue Narkotics anschmeißen. Gibt es irgendwann wieder eine XP-Party? Was weiß ich. Gar kein Problem. Aber ich habe das Gefühl, früher waren die Haie aggressiver. Ja, da gab es aber auch keine 2000 Stück davon auf dem Haufen. Ah. Kann der weg oder betäubst du den gerade? Den bringe ich gerade um, das ist ein 40er. Okay, dann werde ich dann. Der ist auch gleich kaputt. Killstealer! Ja, cool. Ist wa? Halt echt so, ne? Brauchst du noch Zeug? Ich pack das in der Tappe Chara rein. Ja, pack einfach eine Tappe. Ist okay. Ich pack den Narkotics rein, kannst dir Pfeile herstellen. Ja, super. So. Mal kurz beim Torpor gucken, was mit dem anderen Hai ist. Ja. Aber wo sind die denn jetzt alle hin? Ja, der eine, den ich auch angefangen habe, der ist abgedreht. Der ist irgendwo weiter runter hier in die Bucht. Keine Ahnung. Ach
der liegt noch ewig. Also den können wir auf jeden Fall liegen lassen. Hier unten, da ist mein lila Hai, glaube ich. Boah, ich weiß halt nicht, wie das runtertickt, ne? Aber der rechts davon, oder? Nee, der links. Welchen hast du angefangen? Oder? Nee, ich habe lila Farben angefangen. Der ist Level 50. Nee, der hast du nicht gemacht. Der gerade auf der rechts von dir, Vorsicht. Au! Ach so! Ja. Ah, Hausbootbetten sind gerade besetzt. Ach, nee, eins ist frei. Eins ist frei. Die guten Hausbootbetten. Das sah aber richtig gut aus. Ja. Ich hab nur gesehen, er hat direkt so einmal schön in den Fuß gebissen und gleich, weiß nicht, gefühlt beide Beine abgerissen. Aua. Ja, nicht geil. Aber mit welchen hast du denn jetzt angefangen? Einen lilafarbenen. Ja. Ich glaube 135. Ja gut, der 135, der sieht von dir aus aber nicht lila aus. Oder ne? 115. Der ist jetzt aber ist richtig noch, weit weg. Hier sind 235, das ist doch nicht euer Ernst. Oh Gott, wie komme ich denn da bitte an mein Zeug? Wie sollen wir denn die wegkriegen? Ja, gar nicht. Oh Mann. Oh. Nicht beißen, bitte nicht beißen, danke. Mann, ich will mein Zeug. Das ist jetzt schwierig. 105er ist da auch noch. Ja, vor allem, die haben direkt auch noch extra Bonusschaden gemacht. Ja, 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 ja. 200 Schaden oder was gemacht bei dir. Mann. Jetzt muss ich kurz im Boot schwimmen. Warte, ich heb kurz die Betten auf. Nee, ach, ich bin doch hier schon. Ist doch nicht schlimm. Ja, aber rüberschwimmen bringt ja nichts. Das kannst du dir sparen. Wie willst du nicht rüberschwimmen? Ich werde nicht gebissen. Sag ich dir. Okay. Beweise. So, erstmal hier schön den Wasserfall runter. Hoffentlich nicht auf dem Stein aufschlagen. So. Ich gehe Fleisch holen. Ja, wolltest du doch eh schon machen. Ja, ich habe erstmal Pfeile geholt. Aber das dauert ja noch mit den Haien. Diese Haie. Ja, da seht ihr mal, was das hier für eine Herausforderung ist. Aber niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Davon sind wir auch nie ausgegangen. Nee, also das sowieso nicht. Problem, das wird halt noch mal finden, was ihr Prime Meat hat. Es wird halt noch Spaß, meine andere Tasche zu finden. Weil die konnte ich nicht looten. Die erste. Ja, die liegt ja garantiert noch rum. Ja, ich hoffe. Oh. So, jetzt brauchen wir irgendeinen Baby-Dino, den wir umbringen können, der sich nicht wehrt. Wo Mama vielleicht auch nicht gerade so aggro ist. Mhm. Dilo wäre cool, glaube ich. Oh Gott, hallo, hi. Na, hallo, wer seid ihr denn? Hast du das gefunden? Eine Dilo-Familie. Naja. Die opfert sich. Mhm. Sehr freundlich. Boah, also ich weiß noch nicht, wie ich dann irgendwann an meine Sachen kommen soll. Und warum nagen die Haie so krass am Boot rum? Die beißen überall rein. Okay, das hier. Verrückt. Das ist aber mehr als ein Familienausflug. Ah. Da sind, glaube ich, gerade Freunde und Verwandte mit dabei. Alles. Ey, bleibt hier, ihr Klein. Oh, Prime. Tut mir leid, aber. Was gebraucht wird, wird gebraucht. Da kannst du nichts machen. Ey, zum Glück haben wir hier noch Metall. Ich muss mir gerade mal ein paar neue Sachen bauen. Naja, Armbrüste und so. Das wird sonst nichts. Ja, zum Glück hat er kein Prime gebracht. Was zum Henker? Wurde das gepatcht? Oh, na, ich hatte Prime. Auch schon mal das Pech, dass nichts kam. Ja, ich bringe doch Prime. Also die Baby-Dinos, ja, auf jeden Fall. Ganze 12. Mm. Hm. Es könnte knapp werden. Ich glaube, das reicht nicht. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel er braucht. Ja, eine Menge. Wahrscheinlich. Und im Kühlschrank haben wir nichts mehr? Nee, das dürfte inzwischen fast vergammelt sein. Wir haben ja nur diesen Preserving-Bin. Ja, ja, und, ja, aber manchmal ist er ja noch. Weiß man ja nicht. So, raus. Erstmal alles wieder neu bauen. Weil ich will es halt jetzt nicht einfach ausprobieren. Ja. Weil wenn wir nicht genug haben, dann frisst er das zwar alles weg und dann, ja, dann war's mit normalem Fleisch weiter. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Oh, ich muss nochmal Flint holen. Ich muss mir neue Pfeile herstellen. Wo ist mein Petri eigentlich? Ach, der steht oben, ne? Du bist mit dem Tapajara gerade weg? Ja.
Mein Gott, das ist wieder, also das hatten wir letztens schon das Problem, dass hier keine Baby-Dinos zu finden sind, ne? Ja, es sind wenig halt unterwegs. Ja, sonst trittst du da der Nase lang irgendwie auf eins drauf. Ja. Ach Mann, ich habe ja nicht mal meine Spitzhacke. Oh Gott, Baby-Dodos. Ja, guck weg. Wie soll ich weggucken? Ja, einfach drauf jetzt. Also dann kommt die am Start, klar, geh weg. Vielleicht ist ja ein Baby-Kombi bei. Ja, Tatsache ist hier irgendwo eins, aber das Problem ist, den finde ich halt nicht. Der ist ja so winzig. Wie soll ich denn? Also Baby-Kombis sind halt echt so nochmal eine Herausforderung, ne? Ja. Da! Hast du einen? Siehst du, da muss der Dodo nicht dran glauben. Oh mein Gott, ist das winzig. Ja. Aber bringt meistens richtig viel Prime. Die kleinsten, die bringen richtig viel. Die kleinsten haben am meisten Lebenspunkte. Ja, auch das. Asten? Ja, 18 Stück. Das ist okay. So, ich brauche ein neues Magnifying Glass. Mhm. Ich glaube, oben liegt noch eins. Also bist du gerade oben, nee, oder bist du auf dem Floß? Ich bin in einer normalen Bude. Also oben. Ja, ja, oben. Da liegt noch irgendwo eins im Schrank draußen. Draußen, okay. Ah ja, gefunden. Oh, schöne Wyatt-Rüstung, die trage ich jetzt aber nicht. Ich trage jetzt einfach mal einen Flakhelm. Ja, ist halt schade, ich weiß nicht, wo meine Sachen sind. Ich finde die nicht. Ja, die finden wir gleich wieder. Ziehe jetzt einfach irgendwie was an, was mir hier gefällt. Boah, ich muss sagen, ich mag den Tapichara, weil mit dem kannst du einfach so cool fliegen. Einfach rückwärts fliegen und einmal seitlich. Ja. Und überhaupt. Mega cool. Der ist schon richtig gut. Dafür sind die halt ziemlich praktisch. Und das Coole ist, wenn man von A nach B will und zwei Personen hat, dann kannst du auch natürlich jetzt schön fliegen. Oh ja. Und denk dran, ne? Also wenn ihr E drückt beim Fliegen, könnt ihr schneller fliegen. Ja, genau. Probiert das mal aus, ihr Lieben. Profi-Tipp. Ach Mann, bin ich doof. Na egal. So. Dann muss ich kurz. Wahrscheinlich ist das, das wird wahrscheinlich gleich so ein Tusetoides-Aktion hier. Einfach 10, 5 Minuten haben, tot. Sag mal, ein bisschen positiver, ja, bitte. Ich habe 15 Minuten gesagt, das ist ja wohl positiv genug. Oh Mann. Mal kurz gucken. Irgendwas in der Nähe. Ja, den müssen wir auf jeden Fall einbauen irgendwie. Ach so, hast du jetzt noch ein paar Pfeile über? Ja, ja. Ich also grundsätzlich allgemeine Pfeile? Genug. 400 oder so. 400, dann komme ich mal wieder rüber. Oh Gott. Okay, jetzt fertig. Echt? Ja, ja. Wow! Los, weg damit! Hm. Hättest du was gesagt, dann hätte ich jetzt einen Megalo oder einen Sattel gebaut. Na gut, ich gebe Geleitschutz und weiß noch nicht. Pfeile sind wo? Im Tag? Packe ich dir rein hier. Ja, habe ich. Gut, ich kann hinterher schwimmen. Ganz vorsichtig. Okay, so, warte mal. Na, hör auf zu drängeln! Freundchen. Oh, Fräulein, wer bist du überhaupt? Ich weiß gar nicht. Freundchen. Ein Freundchen. Sein Ehr. Gut. Glaube ich. Aber hier ist auch gerade wirklich kein weiterer Hai. Ist witzig. Ja, dann bring den nach vorne. Und ich hoffe, da steht er dann sicher. Also theoretisch dürfte hier nichts von außen Sinn kommen, weil die Haie schwimmen nicht hierher. Nicht so hoch, ne? Ich guck mal, ob ich jetzt hier mein Zeug finde. Da hinten sind auf jeden Fall alle anderen Haie. Okay, ich glaube. Oh, hier sind zwei Beutel. Das sieht gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Der Wahnsinn, wir haben den ersten Megalodon. Geil! Guck, wie lange. So, ich habe mein Zeug wieder gefunden. Und die anderen Haie kommen auch gerade wieder. Ich weiß leider nicht. Ich habe mein rohes Fleisch geklaut. So eine Kackbratze. Ich jorne schon wieder! Frech. Eieiei. Ja, Wiedersehen. Ab ins Wasser mit dir. Zu den Haien. Also 135, ein 50er. Hey, hey, hey. Aua! Na klar ist der jetzt hier oben. Na, dann nehmen wir den doch gleich. Komm. Betäubst du? Ich versuch's. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo der andere hin ist. Ich habe halt nur noch 28 Betäubungspfeile. Ja, ich habe doch noch... Warte mal, ich habe doch gesagt, ich bin heute. Ja, du hast ja gesagt, ich soll mir das selber bauen, ne? Aua! Ach, geht... Oh, mein... Der hat mir den Narkotics gestohlen. Ist doch nicht ist euer nicht Ernst. Wahr.
in der Tapcha rein. Ach, du bist ja gerade aufgestiegen? Ja. Ist da Narcotics drin? Warte. Nee. Oh, ich habe gerade noch welche rüberziehen wollen. Wow. Er hat 400 Narcotics geklaut. Nein, echt? Oh, ist ein Witz. 400? Ja. Was ist mit diesem Ichthyornis kaputt? Ey, ich... Also. Oh Gott. Also 400 sind schon bitter. Heißt ich wollte also, die gerade noch rüberzotteln und dann bist du losgeflogen. Oh. Ja. Was? Nee. Alter. Ernsthaft. Ja, was hat ihr denn gemacht? Ey, habt ihr das gerade gesehen? Falls ihr es nicht gesehen habt, gerade ist unser Megalodon umgebracht worden von einem anderen Megalodon. Ja, von einem 105er. Was ist denn los? Oh, wow. Das war nicht mal 15 Minuten. Oh, ist das traurig. Ja, aber, oh also, Gott. Warum schafft denn der 179er nicht... Hä? Stand der vielleicht auf Passiv? Nee, das sind die... Ja, hier ist nicht mal ein Hai. Wo ist er denn... Hä? Da stand, der wurde von einem Megalodon 105 getötet. Ja, ich weiß, aber... Wo ist denn die Leiche? Hier ist nicht mal ein Hai. Hä? Hat der den denn bitte gekillt? Ist... Oh nee, stell dir mal vor, unser Hai hat das gleiche Problem wie auf dem Server der Kano. Da hatten wir nämlich einen Kano, der einfach wild durch die Gegend gelaufen ist, nach dem Zähmen. Den konntest du nicht irgendwo hinzotteln. Der ist oh, einfach der immer wieder zurückgelaufen. Shit, war der noch auf Follow? Oh, vielleicht war er auf Follow. Und dann war der Follow auf dem Tabajara. Ja, oder auf mich. Oder auf dich. GG. Oh, scheiße. So, also ihr Lieben, ihr habt gesehen, wie man es nicht macht. Ja, ich würde sagen, neuer Hai? Holen wir den nächsten. Boah, oh Gott, also da haben wir jetzt und ja wir haben schon... keine Narcotics mehr. Ach, schade. Oh, verdammt. Oh nein. Ich glaube, der war da auf Follow. Verdammt, das habe ich verkackt. Ach man, oh, hier ist, glaube ich, der kaputte Hai. Ja, der ist Level 50 oder so, glaube ich, oder? Ne, ich hau da drauf. 105 war. Das ja. war der gekämpft ja, hat. Ja, das war der gekämpft hat. Guck mal, er ist schon ganz schön blutig. Auf Follow-Stand. Wahrscheinlich. Ja. Deprimieren. Nimmst du die richtigen Pfeile, sag mal? Nee, natürlich nicht. Gut, dass du es sagst. Die wertvollen Narcotics. Oder Narkosepfeile. Aber der Pfeil ist halt irgendwie so typisch. 400 Narcotics geklaut, ey. Also, weißt du, was man daraus lernt? Dass man Narcotics nicht in großen Stacks in die Tasche wirft, sondern halt auseinander. Ja, aber ich wollte sie gerade noch rauspacken. Ja. Oh mein Gott, da kommt klar. Ey! Das ist wieder so ein... Das ist wieder professionelles Gameplay. Das ist wieder so Next-Level-Gameplay, ja. Ne? Ey, ich dachte schon so geil, jetzt haben wir hier gleich wirklich den ersten Hai richtig motivierend. Und dann wird der nicht mal zwei Minuten alt gefühlt. Das Witzige ist, ich wollte schon über Namen nachdenken, weißt du? Echt? Na, das war früh. Vielleicht hätte ich es lassen sollen. Ja. Mein Gott, 2000 Haie hier, ist doch... 2000 Haie, 400 Narcotics weniger. Was ist hier los? Hi, du kannst jetzt draufgehen. Meine Güte. Hey, aber wir hätten theoretisch die ersten Challenge abgeschlossen. Egal, das stimmt. Ja, also nochmal auf diese Challenge. Niemand hat gesagt, wie lange diese Tiere leben müssen. Traurig, aber wahr. Es ist wirklich traurig. Da habe ich gleich bei der Spitzhacke den anderen Hai angehauen. Hervorragend. Hat ich wollte schon Follow? Stolz ich weiß sein, es halt ey. Nicht. Aber das ist die einzige Erklärung, die ich habe, dass er Follow war. Ja, so hier ist der 135er. Übrigens frage ich mich, warum ich überhaupt so nah an die Haie ran bin mit dem Perk. Da sieht man noch, welches Level die haben. Ja. Ist mir voll entfallen. Mein Gott! Was denn? Ich treffe ständig die Koralle. Wir wollen hier keine Koralle zähmen. Die sind nicht zähmbar. Das sind 235er hier. Ne, hier ist noch ein 50er. Den ja, nehme ich auch noch. Der Mitte hier, der jetzt. Ja, ja. Meine Güte, also das ist halt echt hier aufregend. Ja, ich würde sagen, da können wir gleich mal oben mit einem Paralos-Tingel und ein paar Narcoberries sammeln. Ne? Das werden wir auf jeden Fall nach der Aufnahme machen, ihr Lieben. Aber erstmal müssen wir hier noch kurz aufräumen. Meine Güte. Oh, hallo, hi. Ja, aber die greifen trotzdem nicht die ganze Zeit an. Also früher waren die deutlich aggressiver. Ja, ja, das habe ich nämlich auch noch so im Kopf. Aber dafür sind es jetzt einfach viel, viel mehr. Ist auch nicht so geil. Ja, aber der Überspawn an Megalodons ist schon krass. Ja. Besonders, weil die halt, wie gesagt, diesen komischen Rudelbonus haben. Oh, sehr schön.
Okay, so. Ui. Vielleicht sollten wir die liegen lassen. Vielleicht spawnen dann einfach keine neuen. Meinst du? So als Warnung? Ja, so ein Haigrab hier einfach. Ich lass den liegen. Ist doch egal. Dann lass ihn liegen. Ui, ist das wieder aufregend hier. Wirklich aufregend. Also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass das so wird. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, erstmal was zu essen ausnehmen. Über 400 Narcotics. Ja. Richtiges Drecksviehzeug. Warum sind hier einfach 2 Millionen Ichthyornis? Ey, ich weiß es auch nicht. Meine Güte. Vor allem, wenn du das so einen Rudel hast hier, weißt du, so 10 Stück, die klauen das ganze Inventar leer. Ja, die kommen alle hintereinander an. Früher war es ja noch so, da haben dir die Viecher doch immer nur alles auf dem letzten Slot geklaut, oder? Nee, ich glaube, das kommt nicht immer aus dem Inventar. Oder waren das nur die Pegomastax? Okay. Mann, Mann, Mann. Ja, aber dann jetzt wirklich erstmal Sachen für Narcotics sammeln, oder? Ja, ja, ja. Oh Gott, hier beißt gerade der Hai nochmal. Ist das mein Angefangener? Wartet mal kurz. Das möchte ich mir nochmal kurz anschauen. Der sieht auch schon so lila aus. Kommst du eh nicht hinterher. Ich kann nicht so schnell schwimmen. Ich bin gleich wieder tot. Ja, aber das ist der. Der hat jetzt 2900 Torpor. Wir sollten dort weitermachen. Warte mal. Ich habe noch 22 Narkosepfeile. Also probieren können wir es. Ja, komm. Wie viele hast du noch? Ich habe noch 35. Also mit viel Glück reicht das. Aber wo der hinschwimmt, kommst du halt auch nicht ran. Na, ich weiß noch nicht. Kommt der zurück? Nee. Doch, der kommt zurück. Deswegen hat er sich gerade an der Koralle gestoßen, das ist gut. So Abpralleffekt. Und er hat ja auch gar nicht mehr den Rudelbonus, richtig? Na, weit genug, obwohl hier schwimmt einer rum. Aber ich glaube, den kriegt er nicht. Ja, weil ich glaube, das ist eine gute Idee. Jetzt haut der wieder ab. Komm zurück. So, Luft holen. Er kommt. Wahrscheinlich bin ich gleich erstmal wieder Haihappen. So, wenn er wieder da ist, dann gucke ich nochmal rein, wie es aussieht. Ja, ich meine, der 120er war eh nicht so gut. Ja, kann ja nicht sein, ne? Ob wir den nicht im Manta treffen, ey. Boah. Komm doch mal her, Freundchen. Wahrscheinlich klaut uns irgendwann noch ein Ichthyornis die Armbrust. Ich glaube, Waffen schlagen die nur aus der Hand. Ja, schlimm genug. Warte. Oh ja, 5800. Komm, den kriegen wir noch betäubt. Von 7000 irgendwas. Das geht gut hoch. Ich habe jetzt auch noch 13 Pfeile, die baller ich jetzt alle rein. Dauert nicht mehr lange. Aua! Freundchen? Oh nee, bitte nicht beißen. Ja, hier vorne würde das echt gut liegen. Ja. Soll ich mal gucken? Ja, warte. 7050, es tickt hoch von 7200. Ja, dann lass liegen. Okay. Geil. Uff. Uff. Was passiert hier vorne? Er liegt, ne? Naja. Oh Gott. Hier ist noch ein 135er. Dieser Stress, ihr Lieben. Also, das ist ja wirklich. Das wäre sogar ein Pärchen übrigens, ne? Wenn wir den anderen da auch noch machen? Ja, da haben wir nicht genug Pfeile für. Nee, ich glaube nicht. Also, wenn wir nicht oben noch Narcotics haben oder so. Ja, den kannst du erstmal liegen lassen. Ja, wir lassen den liegen. Der kann da rumgammeln. Das ist in Ordnung. Wir checken mal die Narcotics-Lage. Ja. Aber ich glaube, das sieht echt schlecht aus. Fliegst du jetzt gerade zurück? Ja, guck mal, im Ohrenwegsattel noch. Oh, Mann. Boah. Im Floß. Was ist denn hier schon wieder? Ich glaube nicht, die Johannes geht hier schon wieder ab. Ach, also das mit den 400, über 400 Narcotics ist halt schon ein richtiger Ich habe 26 Narcotics noch in der Tasche. Ja, hallo, da kannst du doch noch Feine herstellen. Ja, dann mache ich doch direkt. Warte. Warum ist der Tapichara hier auf dem Dach? Na, der sollte halt nicht im Weg stehen. Falsch geschrieben, Trank Darts. So, da kann ich jetzt ganze 26 Pfeile herstellen. Ich habe gerade nur einen falschen Pfeil abgeschossen auf dem Ding. Ach, wer braucht schon beste Taming-Effizienz? Nee, so ich hab den links getroffen. Achso. Ich die Ornis. Oh, gleich ein Level-Up gehabt hier. Schön. Das sind halt richtige Drecksviecher. Mhm. Vor allem gleich so viele davon. Das ist eine echt gefährliche Gegend. Nicht wegen dem Megalodons, nein, nee, wegen nee. Ich die Ornis. Die sind halt wirklich fies. Die klauen dir einfach alles, was du brauchst. Und das ist halt schon irre.
Ja, und wie gesagt, ich wollte wirklich noch diese Narcotics reinziehen, die Hälfte, um damit du Pfeile herstellen kannst und dann direkt in dem Moment. Es ist halt bitter. So, was level ich denn hier vor Schreck noch? Schaden. Schaden geht immer. Ich flieg mal kurz rüber. Oder bist du jetzt gerade schon rüber? Nee, du bist hier irgendwo. Nee, ich wollte auch gerade rüberfliegen. Ach so. Wir können ja auch zusammen rüberfliegen. Ja, mitkommen. Ja, genau. Ich komme mit. Aber ich muss ja meinen Petri nehmen. Der soll hier nicht alleine rumhängen. Dann komme ich jetzt mit und dann checken wir mal kurz die Lage. Meine Güte, wir hätten jetzt schon gleich einen zweiten Hai haben können, ne? Ja, hätten wir. Ich glaube, der stand auf Follow. Ich glaube, das habe ich nicht gecheckt. Ja. Passiert. Kannst ja nicht anders sagen. Passiert. Naja, Karma, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwo Narcoberries vielleicht? Aber ich glaube nicht im Trog wahrscheinlich. Ja, wenn dann im Preserving bin, aber ja. Ich glaube nicht. 115 hätten wir noch. Narcoberries? Reicht das für irgendwas? Also nicht viel, aber... Naja, aber es kann schon... Oh mein Gott, jetzt... die Türen haben jetzt auf jeden Fall auch wieder den Lag-Effekt. Naja, das... Ja, haben sie jetzt. Ja. Deswegen, also auch hier in der Base, ich habe nur noch 25 FPS. Irgendwas hier in der Base sorgt dafür, ja, bitte, dass es Problemchen gibt. Ich habe 42. Ja, hatte ich vorhin kurz auch, aber jetzt habe ich halt wirklich so ein bisschen ruckelfest. 23 Narcotics. Hm. Also dann haben wir 35 plus 23, naja, 58 Pfeile am Ende. Ich habe auch noch 12. Es könnte reichen. Aber gerade so. Es könnte wirklich reichen. Ich kann ja auch mal kurz noch mit dem Para lostingeln, ne? Wo ist denn der? Ja, ich komme gleich mit. Oh mein Gott. Also echt. Das ist wieder eine Action hier hoch 5. Na, vor allen Dingen so unerwartet, ne? Ah, Paralyse hat noch 12 Narcoberries drin. Jawollo. Wir nehmen ja alles, was geht. Alle Ressourcen. Pfeifen auf dem letzten Loch. Oh, ey, also 400 Narcotics ist... Oh, also da kann man sich schon ich, in den Arsch beißen. Ich fühle mich hart getrollt, ne? Von dem Spiel. Ja. Aber das sind halt auch Dinge, die man lernen muss. Diese fiesen Viecher. Ja, man kriegt hier voll gut Narcoberries raus mittlerweile. Das ist ja, schon mit dem Para schon, ja. Ja, also verdammt gut. Hau ich auch gleich durch. So, noch ein bisschen Schaden. So, ich nehme die erstmal raus. Wir fangen hier gleich mit der Produktion an. Ja, ich habe schon ein paar hergestellt. Ja. Fleisch liegt noch drin. Kannst du gleich nehmen. Ach, diese Tür, wir müssen sie auflassen. Lass sie einfach offen. Ja. Es gibt eh keinen, der hier wohnt, außer mir. Das ist richtig. Aber auf einmal haben wir hier so die Morphodons dann in der Hütte. Nein, und die tun ja nichts, solange du die anhaust. Ja. So, hier werden gerade noch 60 hergestellt. Also ich glaube, wir können gleich den nächsten Versuch starten. Gib mir mal bitte deine Pfeile. Jo. Bitte. Nimm. Okay, so. Ich fange schon mal an. Ja, bitte. Bitte, mach das mal. Ist super. Was? Ja, ich habe nur gerade den Tabjara gesucht. Ach, aber so. Der stand hinter den Schränken. Ja. Hat er sich getarnt. Ja, ich sammle jetzt hier wirklich noch so ein paar Narcotics und stell einfach alles direkt her. Ich glaube, wir sollten halt echt irgendwie, keine Ahnung, Gatlings aufs Fuß packen oder so. Ja, für die Ichthyornis. Also, beziehungsweise Spezies X. Da müssen wir einfach mal hoffen, dass wir irgendwann Spezies X finden. Ja, finden wir schon. Und du hier, Weiner, du bist du bist 135er. Guck mal her. Hat er ein anderes Geschlecht? Ah, ist auch wurscht. Hauptsache erstmal Haie. Aber das wäre, glaube ich, das Männchen. Und der jetzige, der liegt? Das ist ein Weibchen. Also wäre ein Pärchen auf jeden Fall. Okay. Ich stelle gleich schon mal Sättel her. Wenn ich das kann. Da muss ich gleich nochmal gucken. Aber dann haben wir das. Uiuiui. Also das ist wirklich wieder aufregend heute. Ihr Lieben. Man kann hier gar nicht so planen, wie man will. Es läuft immer anders. Du kommst voran? Ja. Ja? Brauche ich ja nur irgendwann mal die Lupe. Ach so, ja, ja, ja. Bring sie dir vorbei. Beziehungsweise, ich kann ja auch mal kurz rüberkommen und kann gucken gehen. Ich mein Petronia. Aber es geht gut voran, der hängt hier fest ab und zu mal unterm Floß. Ja.
Das ist halt das Gute, im flachen Gewässer kommen die halt nicht so gut voran. So, bin da. Er ist direkt auch noch am Floß. Jo. Nein, 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 nicht aufs offene Wasser raus. Ja, die wollen halt immer so, komm her, komm her, komm her. Mäuschen, komm her. Er hat auf jeden Fall schon gut jetzt ein paar abgekriegt. So ja, also man sieht auf jeden Fall auch, dass er gefunden hat. 30 oder so. So, wahrscheinlich snackt er jetzt gleich mal zu. 4500 von, so schnell konnte ich es nicht sehen, ich glaube ja, auch 7000. Also, immer noch so, keine Ahnung. 50% oder so. Das ist so geil mit dieser Lupe, wie nah man einfach ran muss. So, komm doch mal her. Au. Ja. Und 2400 Lebenspunkte von 3800. Wie viele Pfeile hast du noch? Nein, 32, das reicht auf jeden Fall. Super. Wenn ich nicht alle daneben schieße, weil hier eine Koralle im Weg ist. Ja, das sind andere Probleme. Petri, komm her. Ja, wir sollten auf jeden Fall auf dem Floß dann auch so ein paar Narcotics zwischenlagern. Am besten im Tresor. Nicht, dass irgendwann noch so ein Ichthyornis auf die Idee kommt, irgendwas zu knacken. Mist, Petri, nein. Okay, er liegt. Geil. Richtig gut. Ah, ich, Dion, es geht doch. Was hat er geklaut? Nichts. Du kommst aus dem Wasser und du hörst diese Kackviecher rumschreien. Ja, ja, ja. Einfach eine Schrotflinte raus und bam. Alles weglatzen. Man trifft die mit den Pfeilen halt auch so. Bescheiden. Ich habe meine ganzen Implantate in der Tasche. Kann sammeln. Ja, irgendwo ausstellen. Es gab doch irgendwann so ein Deko-Ding, oder? Oder war das aus einer Mod damals von Ark 1? Was gab's? Wo man so, na, so eine Dekoration, die du an die Wand hängen konntest. Ach so, nee, das war aus einer Mod. Das war halt auch geil. Konntest ein Implantat nehmen und dann wurde daraus erstmal entspannt ein Deko-Element gemacht. Hier liegen einfach die ganzen Leichen auf dem Floß. Also hier liegt meine Leiche noch, die könnte ich ja vielleicht mal abbauen. Ja, das könntest du mal machen. Und hier noch ich die Ornis an Ach Bord. Mann, ich wollte den Sattel bauen. Ich lasse sie einfach liegen als Mahnmal für die anderen. Ja, ja? Bitte. So, Megalosaurus-Sattel. Level 57. Nee, Quatsch. Oh, bin ich blöd? Megalodon. Oh, nee. Jetzt habe ich meine Punkte verballert. Ist das keine mehr zum Lernen? Nee, aber ich habe Megalodon schon gelernt. Oh, wie komme ich denn auf Megalosaurus? Oh, wow. Also, ihr Lieben, ey, ich bin richtig neben der Spur, seit hier unser Hai gegessen wurde. Sehr klar, natürlich. Ja, ja. Das liegt daran. Natürlich liegt das daran. Ja. Woran soll es denn sonst liegen? Ja, ja, ja. Ist schon, nee, ist ja. Nee. Man kann tatsächlich die Megalodon-Sättel in der Tasche bauen. Ist ja cool. Haben wir alles da? Ja, also vorausgesetzt, das klappt jetzt mit dem Megalodon. Ist ja zu weit entfernt. Also, ich glaube schon. Ich baue jetzt einfach mal. Ich behaupte, wir haben alles dafür. So. Ja, ich muss auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen Prime organisieren. Ja, Babys klatschen, ne? Das macht man doch gerne. Ich weiß auch noch, wo ein paar Dodos waren. Oh Gott. So, haben wir hier noch, da haben wir Cementing Paste. Oh, die reicht noch gar nicht, aber wir haben, glaube ich, noch mehr irgendwo. Nee, wir haben nicht viel Cementing Paste. Ah. Oh nee, scheitert das jetzt an der Cementing Paste? Haben wir auf dem Floß noch was? Du könntest ja theoretisch ein bisschen Chitin herstellen. Ja, 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 ich kann es herstellen, mache ich auch. Ja. Ist ja hier sonst kein Zustand. Oh, vielleicht reicht das mit dem Prime tatsächlich noch. Wie viel hast du denn jetzt noch? Na, ich habe jetzt noch 9. Der hat jetzt noch 3 drin, das sollte eigentlich reichen zum Futtern. Wo ist denn unser Chitin? Bin ich gerade blind? Müsste im zweiten Schrank von links sein. Oder in der Werkbank, wenn da keins drin ist. Ah, wahrscheinlich Werkbank. Ja, okay. Mann, Mann, Mann. Also ich sag mal so, Cementing Paste,
schwierig. Ja, also auf jeden Fall, ich brauche 30 und die sollte ich zusammenbekommen. Mann, ich gucke immer in den falschen Schrank, ist ja Wahnsinn. Okay, ich halte den ein bisschen komisch fest, aber... Hast du gerade den Tod nicht, Jornis, am Wickeln? Ja, guck mal, ich bringe den hier zu seinen Freunden da drüben. Ja, auch als Mahnung. Also Ex-Freunden, da hier vorne liegen eben schon drei, nee, zwei. Oh. Komm einfach auf den Grill. Heute gibt's ich Dionys Döner. Guckt euch doch mal diese Seuchenvögel an. Die sehen aus. Aber die liegen hier gut. Hervorragend. Die müssen da liegen. Ja, das muss so. Ja, das gehört sich so. Uiuiui, gleich ist der erste Sattel baubereit. Ach schön, ich sehe ja das Tracking von den Megalodons. Hab ich ganz vergessen. Ja. 9,4% hat der eine. Der andere... Der ist gleich durch. Der ist gleich durch, ja. Ja, hat das doch noch funktioniert. Mein Gott, ich dachte... Ey, sag das mal bitte nicht, ne? Also, hallo. Hier hat noch gar nichts funktioniert. Hallo? 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 Warum bist du so negativ? Ich bin nicht negativ. Möchte sagen, was hier passiert ist. Unfälle. Aus Versehen. Aber die Blumen... Oh, guck mal, hier waren noch Narcoberries drin. Ist ja, also, das ist ja ein Zeichen, ne? Komm, ich nehme die ganze Mist mal mit hier. Das kann man oben lagern. Wir brauchen eigentlich nichts. Wir brauchen einfach Vorräte von allem. Also darum werden wir uns mal kümmern, abseits der Aufnahme. Aber jetzt erstmal. Ich glaube, ich werde auch mal noch ein bisschen das Hausboot umdesignen, dass wir hier einen Generator und einen Kühlschrank drauf haben. Einfach und vielleicht Klimaanlage oder so. Dass wir einfach vorbereitet sind, sag ich mal, für irgendwelche Hitzewellen oder was auch immer, keine Ahnung. Und das mit den Hitzewellen ist halt krass. Dass man ein paar Sachen hier lagern kann. Ja. Ich habe 5 Implantate in der Tasche, was geht? Also eine 4 sind tot, aber... Ja. Uiuiui. Ey, stell mir vor, der Ichthyornis klaut jetzt einfach so ein Heisattel. Wenn ich rüberkomme. Oh Gott. Das wäre halt auch wieder so richtig dreckig. Also... eine richtig miese Sache, ne? Das wäre richtig, richtig mies. So, zweiter Sattel ist in the making hier. Ach, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ich pack meine. Du hast ganz schön aufgeschürfte Oberschenkel. Ja, ich habe mit Mai gekämpft. Wir brauchen ein Gewächshaus. Ja, auch das. Wie sieht denn meine Rüstung aus? Guck dir mal bitte an, wie durchgelatscht ich aussehe. Okay. Also richtig Blechtrommel hier. Ja. Meine Güte. Die ist durch. Ich bin richtig durch. Ja, dann können wir gleich nochmal rüber zum Haihappen. Also diese Lecks im Haus? Keine Ahnung, was da los ist. Petunia, wo bist du? Ich muss mit dir rüberfliegen. Du kannst doch gleich mitkommen, oder? Achso, ja, dann halt einfach direkt jetzt so. Schön mit dem Terpejara zu zweit. Voll geil. Oh ja. Ach, schön. Weil ist halt wirklich cool. Du kannst halt so rückwärts fliegen und so links und rechts. Ja. Und einfach mal im Kreis fliegen, so im Kreis. Ist witzig, drehen. Hier kann ich gar nicht in die K-Perspektive. Aha. Guck mal, dann kannst du gleich hier über dem Hai abspringen. Kannst eh drücken. Oh ja. Juhu. Gut gelandet. So. Hai-Sattel ist drauf. Kannst ihn gleich nach vorne in die Bucht bringen und, ne? Ja. Da, wo der andere gerade schon eigentlich stand. Ja, und der dann abgehauen ist. Ich hoffe hier ungefähr. Ich komme hier halt nicht so gut durch, weil hier ist halt alles voll. Das ist okay, dann kommen ja wilde Hai ja auch nicht durch. Keine Ahnung. Na, Hauptsache, der verteidigt halt, ne? Ja, das ist okay. Der kriegt ein paar Tore und dann ist fertig. Also der steht jetzt auf Attacking Target. Ja, das ist okay. Oh, diese kleinen Ichthyosaurier. Süß. Die klingen immer so lustig. Flipper. Ja, 58% schon jetzt beide. Geil. Oh, ich bin ins Wasser gesprungen. Ja, das Blöde bei denen ist halt, du kannst mit X halt nicht bremsen, dann gehen die halt nach oben. Komm mal her, Tapechara. Der hat da gar keinen Namen, aber. Oh, da müssen wir noch ran. Der sieht auf jeden Fall echt schön aus. Aber ich weiß ja nicht, welchen Namen. Ja, es ist jetzt kein Wasservogel. Ja, ich dir das sagen? Problem ist, ich will hier eigentlich einen sammeln. Aber das funktioniert halt nicht, weil ich mit X halt nicht bremsen kann. Und immer wenn ich X drücke, fliegt der halt wieder hoch. Deswegen, ich muss halt gucken, dass ich möglichst über dem Wasser fliege und dich einsammle. Oder du kommst einfach auf den Stein und dann geht das. Ja, du musst mich ja auch gar nicht grabben.
Ich wollte nicht grappen, du sollst aufsteigen. Achso, na dann kommen sie mal her. Ja, das ist. Hui! Okay. Ja, ich kann das im Flug. Ja, aber guck mal, X ist halt nach oben, ne? Bremst ja, ist stimmt, mit dem halt nicht. Stimmt. Hä, hey, da gab's bestimmt noch eine Taste. Wir kennen sie nur einfach nicht mehr. Ja. So, ein Prime ist jetzt genug, hast du gesagt, ja? Ja, der sollte eigentlich noch genug haben. All diese Leichen hier. Ich hab gesammelt. Sehr schön. Ja, aber wo sind denn jetzt die ganzen anderen Haie hin? Also, ernsthafte Frage. Ja, das haben wir aber doch schon mal gehabt. Auf einmal sind sie alle weg. Erst nerven die halt richtig übel rum. Die ganze Zeit. Und dann auf einmal sind sie alle weg, als ob nichts war. Als ob hier kein, weiß nicht. Hier ist halt gar nichts mehr. Ja. Nicht ein Hai. Boah, was? 99%? Nee, Quatsch, das ist die Effektivität. Ich dachte gerade schon 99%. Aber 78 schon. Also einmal ja, ist noch nochmal zweimal. Ja, zweimal. Reicht nicht ganz. Er hat dann irgendwie, weiß nicht, 95% oder so. Aber hier ist wirklich nichts. Kein Hai? Kannst du keinem erzählen. Naja, gut, ihr Lieben. Wir würden uns aber an der Stelle jetzt verabschieden. Das war schon wieder viel zu aufregend. Das war wirklich sehr aufregend hier. Da war einiges los. Wie soll ich denn nachher schlafen in Ruhe? Also das weiß ich auch noch nicht. Putschenden Aktion hier. Das stimmt. Das war wirklich aufregend. Aber hey, hoffen wir einfach, dass in der nächsten Episode dann wirklich noch beide Haie am Leben sind. Ihr werdet sehen, wir werden sehen. Wir sind gespannt. Wir können ja nichts voraussagen. Das wird schon, Punkt. Das muss. Ansonsten holen wir noch 20 andere Haie oder so. Ja. Die spawnen bestimmt hier irgendwann wieder. Okay, ihr Lieben, also dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.